Hallo, es freut mich, dass ihr eingeschaltet habt zu Rons Briefmarken-Ecke. Ich möchte euch hier in Zukunft das Thema Briefmarken etwas näher bringen. Ich weiß, Briefmarken klingt immer so ein bisschen nach einem angestaubten Thema, aber wenn man dann so ein bisschen online ist, stellt man fest, dass auch sehr viele Jugendliche bei dem Thema dabei sind. Und es ist eigentlich auch ein sehr, sehr interessantes Thema. Doch was sind denn Briefmarken an sich überhaupt? Eine Briefmarke wird benötigt, wenn ich mit der Deutschen Post einen Brief irgendwohin versenden möchte. Dann schreibe ich es hin, schreibe ich auf den Brief drauf, wohin ich, wen ich anschreiben möchte. Und muss natürlich dann eine Briefmarke draufkleben, dann werfe ich es in den Briefkasten rein und dann wird das Ganze befördert. Und das ist so unser modernes Postwesen. Und das Ganze hat begonnen schon im 18. Jahrhundert. Da gab es stellenweise noch keine Briefmarken an sich, sondern da gab es spezielle Kuriere, die Briefe transportiert haben. Gegen 1850 um den Dreh ging es dann los. Da kamen dann auch die ersten Briefmarken, die auf Briefe geklebt wurden, anschließend befördert wurden durch die verschiedenen Herzogtümer. Und an sich haben wir heute immer noch das gleiche Prinzip. Ich gehe zur Post, gebe dort meinen Brief ab und er wird befördert. Doch wie komme ich dazu, Briefmarken zu sammeln, beziehungsweise was benötige ich überhaupt? Also im Grunde Nummer eins, was man benötigt, ist die Lust und die Freude daran, sich in die Materie der Briefmarken einzuarbeiten. Weil Briefmarken erzählen immer eine Geschichte. Und um an solch eine Geschichte zu kommen, benötigt ihr Post. Da reicht auch ganz heute ganz normale Post aus dem Briefkasten. Muss gar nichts kaufen, überhaupt nicht teuer. Im Regelfall, wenn das eh ins Altpapier. Hier mal drei Beispiele, drei Briefe. Und da haben wir zum Beispiel, nehmen wir mal diese hier, weil die Briefmarke mir an sich recht schön auch gefällt. Wie man hier sehen kann, das ist die Briefmarke. Die hat 70 Cent gekostet zur Beförderung, also schon eine neue. Die wurde am 4.1.16 aufgegeben, also schon ein bisschen älter, Anfang des Jahres. Und die Briefmarke erzählt eine Geschichte. Jetzt steht immer etwas auf einer Briefmarke drauf. In dem Fall 52 Jahre Technische Universität Bergakademie Freiberg. Und so erzählt jede Briefmarke eine Geschichte, ein Gesicht oder eine Landschaftsaufnahme. Und wenn man jetzt mit dem Sammeln beginnen möchte, dann wie geht man da jetzt eigentlich vor? Die Briefmarke befindet sich ja immer noch auf einem Brief. Jetzt gibt es Briefmarkensammler, die werden mich gleich lynchen, wenn ich das sage. Aber man kann die Briefmarken auch ablösen. Hierzu bitte nicht anfangen, mit dem Fingernagel zu rubbeln oder sowas, damit zerstört ihr sie. Sondern ihr schneidet einfach das Ganze, die Briefmarke aus, bitte die Zähne dran lassen. Nur mit den Zähnen oder Zacken ist die Briefmarke schlussendlich dann auch noch sammelnswert. Und dann legt man die Briefmarke in ein lauwarmes Wasserbad und dann schaut man der Briefmarke zu und wartet, bis sie sich ablöst. Wenn man sieht, dass sich die Briefmarke abgelöst hat, nimmt man sie raus, am besten ein zweites Wasserbad, auch nochmal lauwarm, zieht sie dort kurz durch, sodass sich die restlichen Kleberbestände lösen. Dann nimmt man Fließpapier, zwei Fließpapier, eins oben, eins unten, legt die Briefmarke dazwischen und beschwert das Ganze. Dann wartet man einen Tag. Und dann nimmt man das Fließpapier wieder ab und anschließend hat man eine schön gepresste, fertig, saubere, abgelöste Briefmarke. Und somit ist der erste Schritt getan. Ihr habt eine Briefmarke. Doch wie fassen wir diese Briefmarke jetzt an? Wenn sie gestempelt ist, dann könnt ihr sie ruhig mit den Fingern, mit den Händen anfassen. Überhaupt kein Problem. Ist die Briefmarke aber noch postfrisch? Postfrisch bedeutet eine Briefmarke ohne Stempel. Dann empfiehlt es sich, zur Pinzette zu greifen. Weil es wertmindernd und nicht so schön aussieht, wenn man auf einer Briefmarke hinten drauf einen schönen fetten Daumenabdruck hat. Deswegen gibt es verschiedene Arten von Pinzetten. Nummer 1, das war meine erste von der Deutschen Post, eine Spitzpinzette. Würde ich persönlich nicht empfehlen. Man kann die Briefmarken zwar sehr, sehr einfach greifen, aber sie läuft vorne spitz zu und so besteht die Gefahr, bei festem Zugreifen, dass man die Briefmarke beschädigt oder einreißt. Das nächste Modell, ist eine Pinzette mit flacheren Schaufeln, auch größer für größere Hände. Briefmarken lassen sich damit eigentlich sehr, sehr gut greifen.
Ist aber, wie gesagt, Geschmackssache, ob man jetzt eine mit einer eher kleineren Schaufel oder eine Pinzette mit einer etwas größeren Schaufel. Ich präferiere die größere Schaufel, da es mir persönlich einfacher fällt, Briefmarken dann aufzuheben, zu drehen und besser zu verschieben. Habe ich ein besseres Gefühl, ist aber Geschmackssache. Aber wie gesagt, man muss darauf schauen, wenn man sich eine Briefmarkenpinzette zulegt, dass die Schaufeln vorne schließen, dass sie nicht spitz zulaufen und so die Briefmarke zerstören können und dass sie einem eben gut in der Hand liegt. Das sind so die Hauptkriterien. So, nun haben wir eine Briefmarkenpinzette, wir haben eine Briefmarke und wo stecken wir diese Briefmarke jetzt rein? In ein Album. So, da habe ich meinen Assistenten, Herrn Weiler, der mir das Briefmarkenalbum reicht. Für den Anfang reicht ein ganz normales Briefmarkenalbum für 8 Euro, mehr kostet das nicht. Oder es gibt auch bei eBay gebraucht günstige Briefmarkenalben. Da geht es am Anfang geht es nur darum, einen Aufbewahrungsort für seine Briefmarken zu finden. Und wenn ihr das dann habt, dann könnt ihr die Briefmarken am Anfang einfach mal lose einordnen. Und dann sind sie schon mal aufbewahrt. Jetzt geht das Ganze natürlich weiter. Wie strukturiere ich meine Sammlung? Wenn ich Deutschland hier habe, die deutschen Briefmarken haben immer ein Datum auf der Briefmarke stehen. Jetzt ist natürlich die Frage, wie kann ich dieses Datum erkennen? Mit guten Augen erkennt man es auch so. Die vorhin gezeigte ist von 2015, also ich kann es noch gut ohne Brille lesen. Und als Alternative dazu gibt es noch die Lupen, wie man so schön sagt, Briefmarkenlupe. Und mit einer entsprechenden Vergrößerung sehr gut sehbar. Andere Alternativen ist, ich lege die Briefmarke in den Scanner, scanne sie ein. Oder ganz andere Alternative, jeder hat heute ein Smartphone, ich nehme mein Smartphone, mache ein Foto, vergrößere es und kann dann genau sehen, von wann die Briefmarke stammt. Und nun weiß ich, von wann meine Briefmarke stammt. In diesem Fall 2015. Somit kann ich in meinem Briefmarkenalbum einen Zettel beilegen, an erster Seite, Briefmarken 2015. Und nun sortiere ich die Briefmarken, alle die von 2015 sind, dort ein. Welche Briefmarken sind erhaltungswürdig? Erhaltungswürdig sind alle Briefmarken, die noch alle ihre Zähne haben. Briefmarken, die in der Seite eingerissen sind, abgerissen sind, sind so gesehen nicht mehr sammelwürdig. Sie können aufbewahrt werden als Platzhalter, bis man mal eine bessere Briefmarke hat. Aber es empfiehlt sich immer, nur die Briefmarke schlussendlich aufzuheben, die eine schöne saubere Zählung hat, vielleicht auch einen schönen Stempel hat, um sich so zu Beginn seiner Sammlung einfach mal eine grundlegende Sammlung Deutschland anzulegen mit aktuellen Marken. Und so beginnt das ganze Spiel des Sammelns, so arbeitet man sich ein und jede Briefmarke erzählt eine Geschichte. Die eine der Universität, die andere erzählt hier zum Beispiel die Ostsee-Bodenlandschaft und so zieht sich die Geschichte der Briefmarken durch. Und wenn man jetzt weiter zurückgeht in der Historie der Briefmarken, dann hört man immer wieder die Briefmarkensammler von einem Michel reden. Es ist nicht der Michel von Lüneberger, es ist auch nicht der Michelsjunge von nebenan, sondern es ist dieser Michel, ein Wälzer, muss man ganz ehrlich sagen, das ist ein Michel-Spezial. Hier werden alle Briefmarken gelistet, die von der Deutschen Post veröffentlicht wurden. Also die Beispiel, hier die Briefmarken von 1977 und diese haben eine Nummer. Jede Briefmarke, die neu erscheint, bekommt eine fortlaufende Nummer. Derzeit sind wir irgendwo jenseits der 2000, 3000 wahrscheinlich angekommen, so langsam. Ich habe aufgehört zu zählen bei der Bundesrepublik Deutschland. Und diese werden fortlaufend durchnummeriert. Und dies ist dann der nächste Schritt. Wenn es dann einen interessiert und sagt, hey, es macht mir Spaß, mich interessiert die Geschichte der Briefmarke, ich möchte die Briefmarke jetzt chronologisch einsortieren, dann braucht man einen Michel. Es reicht ja auch vollkommen, sich einen gebrauchten Michel für ein paar Euro bei eBay zu ersteigern und dann kann man seine Briefmarke dort finden. Dazu gibt es auch Wertangaben dort im Michel, die dort aufgeführt sind und kann sie dann chronologisch sortieren, wann die Briefmarke erschienen ist. Doch wie kommt es überhaupt zum Erscheinen einer Briefmarke? Dafür ist die Deutsche Post zuständig.
Die Deutsche Post gibt die Postwertzeichen, wie sie heißen, aus. Dazu gibt die Deutsche Post gibt ein Thema vor. Zum Beispiel hier waren es Beispiel Ostsee-Bodenlandschaft gibt ein Thema vor. Und dann kommen die Designer und machen Vorschläge der Deutschen Post. Die Deutsche Post hat ein Gremium, die schauen sich die ganzen Vorschläge an, entscheiden sich dann für eine Briefmarke und diese geht dann in Druck und wird dann millionenfach hergestellt und diese kann dann von uns im Verbraucher am Schalter ganz normal erworben werden. Und so kommt es zu neuen Ausgaben von Briefmarken. Und dies ist der Einstieg in das Sammeln. Es muss einen interessieren, was steckt dahinter. Was erzählt mir die Briefmarke für eine Geschichte? Und desto weiter wir in der Geschichte zurückgehen der Briefmarke, desto größer, umfassender und schwieriger wird das Thema. Und daraufhin möchte ich dann auch in Zukunft eingehen. Ich möchte beginnen jetzt mal mit der Bundesrepublik Deutschland, in der leben wir heute. Dort möchte ich einige Briefmarken vorstellen, möchte euch zeigen, wie man sie sammelt. Werde vielleicht auch mal einen kurzen Abstecher machen, wie löse ich denn Briefmarken ab? Das wird wahrscheinlich ein bisschen längeres Video da werden. Wahrscheinlich ein stark geschnittenes. Ich glaube, wir haben keine Lust, einem Papier im Wasser Viertelstunde oder halbe Stunde zuzuschauen, wie es auf- und abdreht, bis sich die Marke endlich ablöst. Und wie gesagt, ich wünsche euch viel Spaß beim Briefmarkensammeln und es würde mich freuen, wenn ihr mal wieder reinschauen würdet. Wenn euch ein Thema interessiert, dann bitte lasst einfach einen Kommentar da. Ich werde dann versuchen, darauf einzugehen und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis demnächst. Tschüss.